Sarah Engels erwartet ihr zweites Kind. Anders als bei Alessio geht es ihr in der zweiten Schwangerschaft allerdings alles andere als gut. Das verrät sie jetzt bei Instagram. Sarah Engels, 28, hat mit ihrer zweiten Schwangerschaft zu kämpfen. Am Dienstagabend, 8. Juni 2021, meldet sich die Sängerin bei ihren Instagram-Follower Doppelpunkt:innen mit der Nachricht, dass es ihr alles andere als gut geht. Das Unwohlsein kommt für Sarah vollkommen überraschend, immerhin hatte sie in ihrer ersten Schwangerschaft mit Alessio keine Beschwerden dieser Art. Sarah Engels fühlt sich echt mies. Erst vor wenigen Tagen hat Sarah ihre zweite Schwangerschaft öffentlich gemacht. Mit einem wunderschönen Video ihrer Hochzeit teilte sie endlich ihr ganz besonderes Geheimnis in ihrem Bauch mit ihren Fans und Follower Doppelpunkt:innen. Mittlerweile ist die frischgebackene Ehefrau von Fußballer Julian Engels, 28, im vierten Monat angekommen und das Bäuchlein ist nicht mehr zu übersehen. Während viele Frauen lediglich im ersten Trimester mit starker Übelkeit zu kämpfen haben, scheint es Sarah jetzt so richtig getroffen zu haben. In ihrer Instagram-Story verrät sie, dass es ihr derzeit gar nicht gut geht. Zu einem Selfie, das sie in einem abgedunkelten Raum im Bett liegen zeigt, schreibt die Sängerin: "Ich bin dann mal offline für heute." Bin einfach kaputt und fühle mich echt mies. Weiter erklärt sie ihren Follower Doppelpunkt:innen, in ihrer ersten Schwangerschaft deutlich weniger mitgenommen gewesen zu sein. Ich dachte ja damals, als ich mit Alessio schwanger war, ach, die stellen sich sicher nur an. Heute kann ich sagen, I feel you. Jede Schwangerschaft ist halt anders. Voller Körpereinsatz für den Schauspieljob. Schon in einer früheren Story hatte die ehemalige DSDS-Finalistin verraten, dass sie unter starker Übelkeit leidet und gesagt, dass ihr derzeit nur Tabletten helfen würden. Ein bisschen Ruhe dürfte ihr zudem ebenfalls nicht schaden. Doch eine allzu lange Auszeit kann sich die Schwangere derzeit nicht nehmen, immerhin steht sie für ihren ersten Film vor der Kamera.